Richtig ehrenlos, wie du die Schildkröte geopfert hast, aber die arme Schildkröte. Leute, beruhigt euch. Wir werden uns, ja, nochmal zwei Schildkröten zähmen und wir werden eine neue Schildkröte machen, damit das Gleichgewicht auch in der Natur wiederhergestellt ist. So, aber was ist neu? Wir haben jetzt hier Namensvorschläge bekommen und zwar habe ich den Raptor jetzt Echo genannt. Das war ein Vorschlag und der hat jetzt so ein Knochenkostüm, das habe ich irgendwann mal freigeschaltet. Können wir mal nutzen jetzt. Wir haben halt keinen Tech-Raptor und dann passt es, glaube ich, ganz gut. Und wir haben Günni. Günther, der gute alte Parasaurus, der uns hier gute Dienste erweist. War auch ein Namensvorschlag. Zwar für den Raptor habe ich jetzt hierfür genommen. Aus Gründen. Ansonsten habe ich die Explorer-Nodes wieder aktiviert, sodass ich noch die aufsammeln kann, die ich eigentlich aufsammeln wollte, damit wir noch ein bisschen leveln können. Und wir haben eine Menge zu tun. Wir brauchen Fleisch, wir brauchen Metall, wir brauchen Kristall, wir brauchen Level, wir brauchen einen Floß, wir brauchen Metallwerkzeuge. All diesen Kram. Und vor allem brauchen wir auch Zement. Und für Zement brauchen wir ein bisschen Keratin und Chitin. Und ich guck mal, wie viele wir haben. Wir brauchen, glaube ich, 68. Und wenn wir weniger als 68 haben, dann kommen wir auf jeden Fall gleich in so einen moralischen Zwiespalt. Wir haben zusammen 49. Moralischer Zwiespalt, von dem ich sprach. Und zwar ist das jetzt der moralische Zwiespalt. Wir brauchen nämlich das Keratin bzw. Chitin. Und deshalb müssen wir uns mal eben hier um so ein paar Schildkröten kümmern. Ja, das gibt 7 pro Dingen. Das ist ja ganz okay. Die nächste, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wir brauchen noch eine Schildkröte. Dann müssten wir genug haben, weil ich muss, wie gesagt, Zement herstellen, damit ich ein Wasserglas und ein Super Spyglas herstellen kann, was uns auf jeden Fall helfen wird. Da haben wir doch noch einen Kollegen. Ja, 2 Keratin waren natürlich jetzt eine sehr bescheidene Ausbeute. Ja, dann brauchen wir doch noch einen. Das tut mir leid für die Schildkröten. Freunde hier unter uns, da müssen wir natürlich auch weggucken, beziehungsweise ein Auge zudrücken. Das ist natürlich jetzt nicht Opfern, sondern Entnahme aus der Natur für eigene Gebrauchszwecke. Ja, das dient ja alles einem größeren Ziel. Wir werden aber dann nochmal ein Schildkrötenbaby machen. So, das sieht doch wieder gut aus. Okay, vielleicht ist es mit dem Raptor nicht die effektivste Art und Weise, Keratin bzw. Chitin zu farmen. Aber wir haben auch Fleisch bekommen und Fleisch brauchten wir auch. Das dauert noch 4 Minuten 40. Das teilen wir wieder gleich komplett auf, sodass wir so 250 Einer-Stacks haben. Dann gibt es nämlich wieder Narko. Und Narko werden wir diesmal mit einer Explorer-Note herstellen zusammen. Doppelt EP. Das heißt, das Level steigt höher an. Wir sind aktuell, für die Leute, die es jetzt interessiert, wir sind Level 27. So, wir holen uns jetzt mal hier vorne eine Explorer-Note ab. Ja, Rockwell Aufzeichnung Nummer 12, das ist sehr schön und dann werden wir zurückreiten und hier mal Narko anschmeißen und natürlich auch unseren Zement, da fehlt tatsächlich noch ein bisschen Keratin bzw. Chitin, holen wir uns gleich noch. Wir machen uns jetzt auf den Weg und holen erstmal ein bisschen Metall, damit wir nämlich die Werkbank und den Schmelzofen herstellen können und uns dann die Werkzeuge machen können, die wir brauchen aus Metall, um dann wiederum Kristall farmen zu können, weil das funktioniert mit den Metallsachen auf jeden Fall deutlich besser, da ist die Chance und der Ertrag viel höher. Weil dann können wir uns nämlich eine Wasserflasche machen und auch das Super Spyglass, mit dem wir dann eben die Level der Dinos sehen können, Leben sehen können, Torbar sehen können und so weiter. Und außerdem werden wir eben auch durch das Metall eben auch Waffen freischalten können. Zum Beispiel die Armbrust und das Gewehr, mit dem wir nicht nur gut betäuben können später, sondern auch ganz gut Kills machen können. Und wir nehmen mal nochmal die Rockwell-Notiz hier mit. Und dann erhöhen wir nämlich nochmal wieder unseren Multiplikator. Und hier vorne ist schon Metall, das wir gut mitkriegen. Hier ist noch ein Kombi, komm. So, das sollte eigentlich reichen. 45 Metall nehmen wir jetzt wieder mit nach Hause. Weil falls wir noch mehr brauchen, können wir einfach mit den Metallgegenständen herkommen und farmen deutlich mehr raus. So, wir sind wieder zurück und wir sind mittlerweile schon auf Level 41. Das geht halt echt schnell, einfach dadurch, dass wir das Narkosemittel herstellen und 2 Explorer-Nodes aufgesammelt haben. Dadurch bekommt man ja auch immer noch einen guten Level-Booster zu. Das dürfte gleich vorbei sein und ich weiß noch, wo 3 weitere hier sind. Eventuell hebe ich die gleich noch mit auf. Einfach nur, um die Level zu kriegen, die man ohnehin kriegt fürs Aufsammeln. Und wir hätten jetzt quasi das Material, um den Ofen zu bauen und um dann noch die Werkbank zu bauen, weil dann können wir Metall schmelzen. Ich werde jetzt aber erstmal einen Floß bauen, weil ich möchte mir einfach nicht die doppelte und dreifache Arbeit machen. Hier kommt jetzt eine kleine mobile Base drauf. Setzen die Fundamente einfach mal so drauf. Ich versuche das mal so genau wie möglich irgendwie zu machen. Wir bauen das Steuerruder mit ein. Das ist aber kein Problem. Da kommen wir noch überall ran. Und dann bauen wir gleich noch Dächer drumherum, sodass wir ein bisschen mehr Fläche haben. Okay. Wir haben jetzt einen Pico Mustax. Ich wollte gerade was farmen, aber der hat mir die Mecho-Bären aus meinem Slot geklaut. Okay, wir haben jetzt einen Pico Mustax. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie wir den nennen sollen. Vor allem hat er sich quasi selber gezähmt.
So, weil dann können wir nämlich hier in die Ecke so den Ofen knallen und daneben irgendwo noch die Werkbank. Aber wichtig ist erstmal, dass Metall ein bisschen durchbrennt, weil wir brauchen definitiv Metall für die Werkzeuge. Wir müssen Kristall holen. Das ist jetzt ein wichtiger Schritt, weil wir sind mittlerweile Level 46 und das heißt, wir können schon ein Gewächshaus bauen. Das ist wichtig, weil dann müssen wir keine Narkobären mehr farmen, sondern können die übers Gewächshaus beziehen. So, wir haben den ersten Drop vor uns, den wir überhaupt öffnen hier in dem Spiel. Ja, alles klar. So viel zu dem Thema. Hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt, dahin zu reiten. Das sind Sachen, die ich aktuell nicht brauche. Die Wasserleitung können wir selber bauen. Kompostbehälter werde ich nicht brauchen. Da habe ich einen anderen Plan. Die Werkbank hauen wir einfach mal jetzt hier neben. Und dann können wir mal gucken, was wir genau für Material brauchen. Für die Einzel. Wir brauchen nur einen Metallbarren für die Spitzhacke und für die Axt 8. Und dann können wir sogar schon die Metallspitzhacke und die Metallaxt herstellen. Wir sind nochmal auf dem Berg und versuchen jetzt mal ein bisschen Kristall zu bekommen. Und Metall. Wir brauchen noch mehr Metall. Ich würde nämlich gerne die Sichel herstellen. Oh, das geht gut mit dem Kristall. Da müssen wir vielleicht sogar zweimal laufen, weil der Raptor leider nicht so viel schleppen kann. Ich wollte den Para jetzt nicht mitnehmen. Ich habe nämlich gelesen, dass man mit der Sichel noch besser Keratin und Chitin farmen soll. Das ist jetzt schon zu viel für den Raptorenfreund. Farmen einfach nochmal ein bisschen Metall. Dann laufen wir zu Fuß zurück mit dem Raptor an unserer Seite. Wie sieht denn dein Gewicht jetzt aktuell aus? Also es geht noch. Das heißt, wir können da noch ein bisschen was reinpacken. Ich nehme noch ein bisschen was. Müssen wir ein bisschen aufpassen auf dem Weg nach unten. So, das sollte auf jeden Fall auch reichen. Bin natürlich jetzt ein bisschen überladen. Ich gucke mal, ob ich noch ein bisschen Gewicht rauskriege. Ah, da müssen wir leider ein bisschen was hier lassen an Metall. Ach, wobei müssen wir gar nicht. Ich kann da noch was in den Raptor reinlegen. Fällt mir gerade ein. Ein bisschen Platz hat er ja auch noch. Wir hatten der noch ein bisschen was über. Auf geht's im Dunkeln runter von dem Berg wieder Richtung Strand. Intruden oder sowas. Das wäre jetzt hart blöd, wenn das kommen würde. Aber sieht momentan ganz gut aus. Ich habe eben auch nochmal zwei Explorer Notes aufgenommen. Ah, das sind nur die Lust. Das ist okay. Das ist ein Affe. Also alles Chico soweit. Auf jeden Fall leveln wir so ganz gut. Macht natürlich immer Sinn, die aufzunehmen, bevor ihr irgendwie Narko anschmeißt oder so. Würde euch aber generell empfehlen, die immer aufzunehmen, wenn ihr welche seht, weil ihr levelt eh dadurch ganz gut. Und es gibt einfach so verdammt viele auf der Map. Dann laufen wir mal kurz vorbei. Ich hoffe, die lassen uns in Ruhe. Ansonsten regiert der... Oh Gott, der Raptor jetzt. Ja, den. Sehr schön. Level 1. Ach komm. Ein Herz für Paras. Ich kann nicht ran. Was soll ich sagen? Ich hab's versucht, Leute. Ich hab's versucht. Ich hab versucht, meinen Fehler wieder gut zu machen. Ja, den Para jetzt zu retten und keine Schildkröte zu opfern und so. Und dann war ich leider einen Moment zu spät. Es tut mir leid. Es tut mir einfach leid. Auf jeden Fall macht es Sinn, die immer aufzunehmen. Ich habe sehr, sehr viele aufgesammelt bei uns auf dem Server und na, das kannst du knicken, Junge. Und ich habe erst 20% aller Notizen aufgesammelt auf die Island. Und es waren wirklich sehr, sehr viele. Also ich habe wirklich jede mitgenommen, die ich finden konnte. Nehmt die auf jeden Fall auf, kann nicht schaden. So, was wir jetzt mal machen, wir bauen uns jetzt mal unser super Spyglass und unser Wasserglas. Dafür haben wir jetzt die ganzen Ressourcen gesammelt. Kristall dann später auch fürs Gewächshaus, was ja schon kommen kann demnächst. Und auf jeden Fall können wir jetzt mit dem Super Spyglass hier uns wunderschön die Tiere angucken. Wir sehen direkt, wie viel Leben die haben, wir sehen das Level, wir sehen das Geschlecht und wir sehen auch, wie viele Level verteilt wurden, in welchen Stat. Das ist gut, dann sehen wir nämlich direkt, ob die Dinos, die wir da zähmen wollen, im Müll sind oder nicht. Und dann können wir uns das zweimal überlegen. Ich baue unser Floß weiter. Das wird ja so unsere mobile Base, damit wir eben hier auch noch ein bisschen Platz drin haben, weil wenn wir losfahren zu dem Base-Spot, zu dem ich gerne möchte, dann brauchen wir ein bisschen Platz. Wir müssen noch zwei beziehungsweise drei beziehungsweise auch mehr Dinos rein. Also auf jeden Fall Echo und Günther und auch noch ein Petri. So, ich habe das Floß mal fertig gebaut. Das ist jetzt im Prinzip die Base, mit der wir so ein bisschen spielen werden, weil ich werde so viel es geht erstmal hier vorbereiten, vor uns dann zum endgültigen Baseball bewegen. Und ja, hier ist auf jeden Fall ein bisschen Platz drin. Hier kriegen wir alle Dinos mit. Ist auch relativ sicher, solange jetzt kein Riesenvieh ankommt und uns komplett das Floß zerlegt. Aber hier kann ich, wie gesagt, Sachen vorbereiten, Sachen drin parken. Wir haben jetzt hier auch schon ordentlich Metall und ich bin jetzt auch schon Level 52 geworden. Das ist also fast eine Verdopplung von dem Level vom Anfang in dieser Folge. Das heißt, wir können nächstes Mal auf jeden Fall richtig Waffen craften, Armbrust, das Gewehr und wir können vor allem Dinge zähmen gehen. Denn in der nächsten Folge möchte ich auf jeden Fall einen Petri zähmen und Wölfe, damit wir nämlich einmal mobil sind mit dem Petri und einmal richtig was zum Kämpfen haben. Und durch den Petri kommen wir durch die Gegend, also wird das Ziel in der nächsten Folge auf jeden Fall sein. Heute haben wir mal ein bisschen gefarmt, ein bisschen vorbereitet. Gehört auch dazu, zu diesem Let's Play. Ansonsten, wie immer, hoffe ich, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.